Hallo und herzlich willkommen hier zur ersten Folge Alltag mit Hund. Mein Name ist Samira und wir kümmern uns heute mal um die wirklich wichtige Frage: Hund, ja oder nein? Wir haben jetzt heute eine neue Rubrik. Dazu habe ich auch mal ein Einleitungsvideo gemacht. Wer sich das noch nicht angeschaut hat, kann da gerne mal reingucken. Da erkläre ich einfach mal grundsätzlich, worum es in dieser Rubrik Alltag mit Hund geht. Ansonsten starten wir gleich mit dem ersten Video. Und zwar habe ich gedacht, wir fangen gleich mal an der Basis an. Und das ist die Entscheidung, soll ich mir einen Hund holen oder nicht? Dafür gibt es natürlich einige Einflussfaktoren, die diese Entscheidung beeinflussen und dafür sorgen oder uns dabei helfen sollten, ob wir uns tatsächlich einen Hund zulegen sollten oder nicht. Das Video ist also vor allem für die Leute, die sich da noch ein bisschen unsicher sind oder die einfach mal wissen wollen oder die beziehungsweise wissen, ich meine, vieles weiß man auch einfach schon, aber mir hilft es einfach auch oft nochmal, das so richtig mal zu hören. Und natürlich gibt es andere Kanäle, wo dieses Thema auch schon zu Tode gequatscht wurde. Das ist auch völlig okay. Aber jeden Tag kommen neue Menschen in die YouTube-Community und vielleicht gibt es davon ein paar, die zuerst hier auf dieses Video stoßen und sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Das heißt, alle, die schon ungefähr 5 Videos davon gesehen haben, ich werde vermutlich nichts bahnbrechend Neues erzählen wie alle anderen. Aber für alle die, die sich gerade erst mit dem Thema ganz neu auseinandersetzen, ist dieses Thema durchaus interessant. Dafür gibt es 4 Faktoren, die ich jetzt mal so rausklamüsert habe, wo ich denke, die sind sehr wichtig für die Entscheidung, ob man sich einen Hund holt oder nicht. Und darum geht es jetzt nicht darum, ob man grundsätzlich ein Hundemensch ist oder nicht oder Hunde mag oder nicht. Ich denke, das ist sowieso klar, dass man Hunde mag, bevor man sich einen Hund holt. Aber wichtig ist auch eben, dass man sich der Verantwortung bewusst ist, die man halt eben übernimmt, wenn ein Hund einzieht. Das heißt, ein wichtiger Faktor, auch wenn es vielleicht viele erstmal nicht so gerne hören wollen, ist natürlich Geld. Damit meine ich jetzt nicht, dass man mega viel Geld haben muss oder irgendwie reich oder wohlhabend oder sonst was sein muss. Nein, ich bin selber auch Studentin, heißt, ich habe jetzt kein wahnsinnig großes Einkommen, meistens gar kein Einkommen, aber natürlich habe ich monatliche finanzielle Mittel zur Verfügung. Man sollte sich einfach nur überlegen, welche finanzielle Verantwortung auf einen zukommt. Einerseits muss man natürlich den Hund in der Regel kaufen. Also wenn man ihn vom Züchter kauft oder es gibt auch diese Schutzgebühr, wenn man ihn aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz holt. Das heißt, man muss natürlich da schon mal eine gewisse finanzielle Basis haben, um den Hund überhaupt zu besorgen. Vor allem am Anfang ist es einfach eine sehr, sehr große Investition, weil man muss den Hund holen und dann muss man auch alles holen, was der Hund so im alltäglichen Leben braucht. Wenn der Hund einzieht, kann man nicht sagen, ach ja gut, dann hole ich halt eben im ersten Monat hole ich ihm dann mal eine Decke, im zweiten Monat hole ich ihm dann ein bisschen Futter, dann hole ich ihm mal eine Leine und dann ein Geschirr. Nee, das sollte am besten alles schon da sein. Man sollte sich Gedanken gemacht haben, welches Futter, wenn man ihn von einem Züchter holt, bekommt man oft von dem auch das Futter mit. Aber sollte sich natürlich selber die Gedanken darüber gemacht haben, was möchte man dem Hund füttern, Trockenfutter oder Nassfutter oder Barf. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht mit den Vor- und Nachteilen der einzelnen Fütterungsmethoden. Könnt ihr euch sehr gerne auch einmal anschauen. Das ist also schon mal ein Punkt. Man muss erstmal sehr viel investieren am Anfang. Der Hund, wenn er kommt, braucht halt einfach schon mal einen Schlafplatz. Da sollte man sich auch überlegen, was man da holt. Da kann man auch gerne ein bisschen mehr investieren, weil wenn man weniger investiert, dann geht es oft kaputt. Vor allem bei Welpen sollte man sich das nochmal überlegen. Die sind am Anfang vielleicht ein bisschen zerstörerisch unterwegs und da muss man mehr investieren. Da kann man vielleicht auch mal auf was bisschen Günstigeres zurückgreifen. Aber er sollte auf jeden Fall eine Liegefläche haben. Aber da kann man gerne auch schon mal direkt was Bequemes holen. Natürlich braucht man irgendwie Halsband oder Geschirr oder beides, je nachdem, wie man das mit dem Hund machen möchte und eine Leine. Und am besten halt, wie gesagt, auch schon irgendwie ein bisschen Futter, natürlich einen Napf und vielleicht auch schon ein kleines Spielzeug, vor allem bei einem Welpen. Die freuen sich dann natürlich auch immer, wenn sie ein bisschen was zum Spielen haben. Das sind also schon so ein paar Sachen, die man direkt mal haben muss. Und dann kommen natürlich noch Sachen hinzu. Futter muss man natürlich regelmäßig kaufen. Wenn der Hund vielleicht am Anfang ein bisschen zerstörerisch unterwegs ist, muss man vielleicht auch Dinge nachkaufen. Der Enko zum Beispiel, der kommt aus dem Tierschutz, der hatte am Anfang immer sehr viel Stress. Und wenn er Stress hat, hat er gerne auf Dinge herumgekaut. Das heißt, er hat am Anfang oft seine Leine und auch sein Geschirr in wirklich Sekundenschnelle zerbissen, sodass ich da gar nicht reagieren konnte. Und ich musste in einer Woche tatsächlich mal 3 neue Leinen und 2 neue Geschirre kaufen. Das waren große Investitionen. Ich habe damals natürlich dann etwas billigere Sachen gekauft. Die sind natürlich schneller kaputt gegangen. Aber dadurch, dass ich so viel kaufen musste, war es dann am Ende trotzdem eine finanzielle Entlastung. Aber es kann halt eben passieren. Weiß man nicht, wie der Hund reagiert. Man weiß nicht, wie der Hund sich in gewissen Situationen verhält.
musste ich also irgendwie ein Stück weit vorbereitet drauf sein. Man sollte also mit ein bisschen Puffer schon mal in die ersten Tage, Wochen und Monate starten. Und dann natürlich großes Thema Tierarzt. Da ist es ganz sinnvoll, vielleicht ein Krankenversicherung für den Hund abzuschließen, gerne auch eine ganze Krankenversicherung, nicht nur eine OP-Versicherung. Die übernimmt dann sehr viele Kosten, aber dazu kann ich auch mal ein eigenes Video machen. Natürlich kommen auch andere Sachen dann noch hinzu. Man sollte vielleicht eine Haftpflichtversicherung für den Hund abschließen, wenn man halt eben will, diese Krankenversicherung, die ja auch monatliche Kosten mit sich bringt. Und dann natürlich noch hier und da vielleicht mal ein Leckerchen und, und. Am Anfang ist vielleicht auch noch Hundeschule ein Thema. Oder vielleicht spezielles Training. Der Jenko und ich gehen zum Beispiel zum Mantrailing, damit er da eine gewisse Auslastung findet, was natürlich auch Geld kostet. Das sind also einfach schon mal wichtige Dinge. Hund kostet Geld. Ebenfalls wichtig, Zeit. Man sollte schon etwas Zeit mitbringen, denn ein Hund muss schon gute 2 bis 3 Mal am Tag raus. Ich finde mal 3 Mal am Tag. Es gibt aber auch Leute, die einen großen Garten haben und eine Runde quasi in den Garten verlegen und 2 Mal rausgehen. Aber 2 bis 3 Mal am Tag sollte man eine Runde gehen. Je nachdem, wie aktiv der Hund ist, dauert diese vielleicht auch ein bisschen länger. Natürlich braucht man auch Zeit, um zum Beispiel zur Hundeschule zu gehen oder um anderes Training zu machen oder zum Tierarzt zu fahren und, und. Da sollte man also eine gewisse Zeit mitbringen. Das bedeutet nicht, dass automatisch jeder, der einen Vollzeitjob hat, keinen Hund halten kann. Aber man sollte sich Dinge überlegen. Denn ein Hund sollte eigentlich alle 4 bis 6 Stunden mal pinkeln können. Und ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, mein Hund, der kann auch 8 Stunden aushalten. Und natürlich, jeder Hund, der nicht irgendwie ein gesundheitliches Problem hat, kann auch 8, auch 10, auch 12 Stunden aushalten. Es ist aber nicht unbedingt gesund. Denn natürlich werden in der Niere auch schädliche Stoffe abgelagert. Und es ist einfach gut, wenn die halt mal durchgespült wird. Ist wie bei uns Menschen auch. Und da ist es einfach gut, wenn der Hund halt alle 4 bis 6 Stunden mal die Blase erleichtern kann. Deswegen, wenn ihr einen Vollzeitjob habt, ist das kein absolutes No-Go-Kriterium für einen Hund. Aber ihr solltet vielleicht jemanden haben, zum Beispiel die Oma oder die Mutter oder Nachbarn, Freunde, die mittags dann vielleicht den Hund auch mal spazieren gehen führen können oder ihn zumindest in den Garten lassen können, damit er sich erleichtern kann und ihm vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Denn das mögen auch viele Hunde. Viele Hunde mögen es auch einfach nicht, wenn sie so lange allein sind. Manche macht das weniger aus. Aber das könnt ihr vorher nicht wissen, wie der Hund darauf reagiert. Und nicht jedem Hund kann man einfach grundsätzlich das Alleinesein zu 100% beibringen und er wird es lieben. Es gibt manche Hunde, die sind da sehr entspannt, aber es gibt auch einfach manche Hunde, die machen dann vielleicht in der Zeit nichts, die jaulen nicht, die machen nichts kaputt, die liegen da, aber sie sind trotzdem gestresst. Beziehungsweise mögen es halt einfach nicht. Das muss man sich halt immer mal im Hinterkopf behalten, dass man im Zweifel halt eine Alternative hat und jemanden, der sich um den Hund kümmern kann. Oder das Geld hat, um ihn zum Beispiel in einer Tagespension unterzubringen. Es ist also auch einfach mal ein Thema, mit dem man sich auseinandergesetzt haben sollte. Was ich durchaus auch mal wichtig finde, ist die eigene Motivation. Also erstens, warum holt man sich einen Hund? Und natürlich auch die Motivation zu haben, mit dem Hund das zu machen, was er braucht. Weil es kann halt eben einfach sein, dass ihr vielleicht einen Hund bekommt, von dem ihr gedacht habt, ach ja, das ist ja eigentlich eher eine gemütlichere Rasse, aber vielleicht ist der Hund trotzdem sehr aktiv. Die meisten Hunde wollen halt eben beschäftigt und ausgelastet werden. Dazu müsst ihr auch die Motivation mitbringen. Und ihr könnt dann nicht sagen, ja, heute oder die Woche bin ich mal motiviert, dann bin ich mal 3 Wochen nicht motiviert. Nee, so ein Hund braucht immer eine gewisse Beschäftigung. Dabei immer vorsichtig sein, natürlich. Hunde brauchen auch ihre Ruhe- und Pausenphasen. Die brauchen so gute 18 Stunden Schlaf am Tag. Und auch die 6 Stunden, die sie wach sind, brauchen sie keine Rundumbeschäftigung. Aber natürlich brauchen sie ein bisschen Aufmerksamkeit von uns Haltern. Und dafür müssen wir auch die nötige Motivation aufbringen, um uns um den Hund zu kümmern und um vielleicht auch Dinge zu machen, wie zum Beispiel das Mantrailing. Dafür muss auch ich irgendwo die Motivation zusammensammeln und auch wenn ich mal keine Lust habe, muss ich das vielleicht einfach machen, weil es dem Hund einfach hilft, sich gut zu entwickeln, ruhig und ausgelastet zu sein. Und ein Thema, darauf bin ich gerade schon mal kurz zu sprechen gekommen, ist einfach das Thema Absicherung. Ich finde das immer sehr, sehr wichtig. Viele lassen es oft außer Acht, wenn sie sich einen Hund holen, aber dass man für Notfälle abgesichert ist. Dass man abgesichert ist, wenn man zum Beispiel mal krank ist, wenn man mal im Krankenhaus ist oder auch, spricht man nicht so gerne drüber, stirbt. Es muss einfach irgendwo vielleicht am besten vorab mal abgesichert sein, was mache ich, wenn ein Notfall eintritt? Wie kümmere ich mich dann darum? Wer kümmert sich dann um den Hund? Wo kann ich ihn unterbringen? Ist auch ein wichtiges Thema, das von vielen oft ein bisschen vernachlässigt wird, die dann sagen, naja, es wird sich dann schon jemand um den Hund kümmern, aber es ist immer gut,
das auch vorher mal abgeklärt zu haben, vielleicht mal bei den Eltern nachgefragt zu haben, seid ihr damit einverstanden, wenn ich mich nicht mehr um den Hund kümmern kann, aufgrund von irgendwelchen Schicksalsschlägen den Hund zu übernehmen oder Freunde oder Verwandte. Ansonsten könnte das eventuell ein Problem werden und natürlich auch abgesichert sein in Form von zum Beispiel einer Kranken- oder OP-Versicherung, wenn der Hund mal ein größeres gesundheitliches Problem hat und auch eine Haftpflichtversicherung, also so ganz normale Sachen Richtung Absicherung, wenn der Hund doch mal einen Fahrradfahrer anspringt, der sich verletzt dabei, während er hinfällt, ist auch das immer sehr, sehr gut. Solche Dinge sind halt eben, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Kriterien, die ihr euch stellen solltet, aber das sind schon mal so vier Dinge, die einfach wichtig sind. Habt ihr irgendwie die finanziellen Möglichkeiten? Habt ihr die Zeit? Habt ihr die nötige Motivation zu tun, was nötig ist? Und seid ihr natürlich auch im Notfall mal abgesichert? Seid ihr einfach bereit, so viel Einsatz zu zeigen, dass es eurem Hund gut geht? Das kann manchmal weniger, manchmal mehr Einsatz sein, je nach Hund, je nach Charakter und je nach Gesundheit des Hundes. So, das waren mal so meine Kriterien, ob Hund ja oder nein. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch findet, was wichtig ist, bevor man diese Entscheidung trifft. Und natürlich, wie das bei euch gewesen ist. Habt ihr diese Dinge beachtet oder nicht? Würde mich mal sehr interessieren. Jetzt bedanke ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gebt dem Video doch gerne mal ein Like, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, damit ihr auch immer informiert werdet, wenn hier ein neues Video kommt. Wie gesagt, schreibt uns gerne in die Kommentare, folgt uns auch auf Instagram, wenn ihr wollt. Da kommen immer schöne, hübsche Bilder vom Hund, von unserem süßen kleinen Jenko. Und jetzt bedanke ich mich, dass ihr wieder bis zum Ende durchgehalten habt und bis zum nächsten Mal bei Unterwegs mit Hund.